So, morgen Leute. Heute. Eigentlich wollten wir heute Federn verbauen in Mustang, die von H&R da drüben. Aber irgendwie haben wir keine große Lust dazu. Haben uns für ein kleineres, schnelleres Projekt entschieden. So ein Spaßprojekt. Wir werden heute ein bisschen perchen. Ihr kennt das ja, aber nicht damit. Wir werden damit perchen, Leute. Damit. Der Kleine bekommt ein Perch-Ventil. Ich erkläre gleich, was es ist. Es ist nur aus Spaß, denn im Grunde gehört die Flasche einem anderen Fahrzeug, zwar dem Mustang. Aber da jetzt eh keine Rennen stattfinden und ich denke mal dieses Jahr auch keine stattfinden werden, haben wir eigentlich eine Flasche voll mit Gas zu viel. Deswegen bauen wir die in den Kleinen ein. Das müsste dann das Perch-Ventil, wenn ich es finde, werden wir das, wenn es klappt. Wenn ich es finde, wo ist das? Also wenn alles klappt und gut geht, werden wir dieses Ventil hier jetzt nicht ganz hier unten, sondern es wird entweder hier vorne rausgucken oder da vorne rausgucken. Ein schönes Lachgas-Perch-Ventil. Einfach mal um ein paar Leute mal zu erschrecken oder auf sich aufmerksam zu machen. Als erstes, Leute, müssen wir uns einen Zugang finden, um das einzubauen. Wir werden es jetzt ganz einfach und provisorisch einbauen. Denn die ganze Leitung von der Lachgasanlage, das ganze Kabel von der Flasche zum Motor hängt jetzt im anderen Auto drin. Die bauen wir jetzt nicht aus. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Hier machen wir es ein bisschen auf die schnelle Art. Und als erstes müssen wir uns einen Zugang finden. Und der ist, ich meine, da drin. Denn wir müssen in den Innenraum kommen. Denn die Flasche wird ja drin sein. Hier ist ja kein Platz dafür. Obwohl, hier wäre genug Platz dafür, aber... Dann könnte man damit nicht mehr rumfahren. Und wir brauchen Stromkabel, die von hier in den Innenraum kommen. Und wir brauchen das Schlauch fürs Lachgas selbst. Das müssen wir da auch durchführen. Das ist eigentlich im Grunde die meiste Arbeit. Der Rest ist halt nur anschließen, dann das Ventil unten befestigen irgendwo. Irgendwo wird sich hier in den Kleinen, der ist ja Platz genug, einen Platz finden, damit wir das Perch-Ventil einbauen können. Ist bestimmt so ein bis zwei Stunden Fummelei. Aber wie gesagt, auf die Federn heute Mustang hatten wir keine Lust. Das sind mehr Stunden, das ist ein bisschen mehr Arbeit. Das machen wir später. Zeigen wir euch auch noch. Also Leute, lasst es jetzt nicht wundern, das ist kein richtiges Nitro-Kabel, denn der Schlauch müsste normalerweise mit Metall ummantelt sein. Im Lachgas ist ein bisschen Druck im Schlauch, aber der ist 2-3 mm dick, ist aus Plastik. Hält das also auch aus, auch die Kälte, haben wir da kein Problem mit. Normalerweise, wenn wir jetzt den Schwäler auseinanderbauen, ein bisschen Kofferraum das Ding entziehen, machen wir aber auch nicht, wie gesagt, wir wollen nur sehen, wie der Kleine mal vorne ein bisschen Lachgas ablässt. Deswegen bauen wir das alles hier vorne ein. Ja? Oder hinter dem hinteren Sitz? Ist nicht besser hinten, hinterm Sitz? Ja, dann ziehen wir das Kabel schon. Aber wir müssen das später, klar, aber wir müssen es ja später auch ausbauen. Ja, okay, dann ziehen wir das bis hinten. Wir brauchen noch zwei Stromkabel bis hin, bis hier vorne hin. So, Leute, jetzt nicht wundern, was wir jetzt machen. Denn wie gesagt, wir müssen in den Innenraum kommen. Und dazu benötigen wir auch vier Stromkabel. Zwei kommen zum Perch-Ventil, darunter. Zwei kommen zur Batterie. Das alles geht nach innen, denn wir schließen das dann an den Schalter an. Deswegen so viel Strom brauchen. Wie gesagt, ist ein bisschen Fummelei. Kriegen wir aber hin. Das Perch-Ventil geht ja runter. Wir schauen gleich, welches Kabel wie lang von der Länge her, wie es reicht. Aber ich denke, es wird schon gut gehen. Wie viel noch? Ja? Ja, Sam. Ja. Hier ist unser Spaßschalter, wie ihr sehen könnt. Fast wie in Fast and Furious. Es gibt eigentlich noch einen Druckknopf, aber wir machen das so, ich baue dieses Ding hier ab. Dann wird er schießen, wenn du den bewegst. Oh, warte.
Wie gesagt, bei uns oldschool. Schlauchschellen. Die kleinsten, die wir haben, sind die. Einmal kurz mit den Schraubenzieher noch. Das ist Ordnung. Das ist Ordnung, ja. Das ist Ordnung. Wie immer ein weiser Mann gesagt hat, wenn du hier nicht das richtige Werkzeug findest, dann bist du kein Mechaniker. Mhm. So, so. Und so, okay, wie gesagt, Leute, so macht man es eigentlich nicht. Das Gewinde ist hier nicht umsonst da. Für uns, für einen kleinen Show-Effekt, langt es aber allemal. Oh, guck dir mal die Schraube an, ist ja flach. Werden die direkt wissen, wo die liegt. Für die Polizei. Ein Foto. Dann wissen die das, wo das ist. Okay. Und für was dieser grüne Schlauch ist. Sauerstoff. Du musst in der Maske fallen. Du kriegst wenig Sauerstoff. Das war's. Okay, Gangster. Jetzt Auto hoch. Du machst den Sensor. Ich schließe die ganze Kamera. So, Leute. Hier ist gleich Endstadium. Gleich gibt's die Feuertaufe. Ich hoffe, wir haben es richtig gemacht. Hab das schon seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht. So. Klick, klick. So weit, so gut. Sieht man das? Das ist ein bisschen Druck im Schlauch, aber der ist 2-3 mm dick, ist aus Plastik. Hält das also auch aus, haben wir da kein Problem mit. Leute, das passiert, wenn ihr nicht den Originalschlauch benutzt. Dann machen wir das halt nochmal. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir was alles anschließen können. Schade, angeschlossen ist es, aber wie gesagt, ja, diese Schläuchchen hier, wir brauchen einen Schlauch, der mindestens 10 Bar aushält. So, Leute, jetzt kommt der kleine Test. Wie ihr vorhin gesehen habt, hat es uns den Schlauch zersägt. Wir haben jetzt einen neuen Schlauch aus dem Mustang ausgebaut. Jetzt ist es, jetzt müsste das 12-Ventil auch eigentlich funktionieren. Der erste Polo mit dem 12-Ventil. So Leute, das war's für den heutigen Tag, für den Samstag. Wir haben genug gebastelt. Ihr habt gesehen, der erste Polo mit dem Clutch-Ventil. Lachgas wird da nicht eingebaut in den 1,2 Liter Motor. Dann wird das so aussehen wie die Haube vorhin. Nur in echt, nur dann wird jetzt nicht nur der Schlauch platzen, sondern dann wird der Zylinderkopf gegen die Haube schlagen. Deswegen bekommt er das nicht. Aber ein Clutch-Ventil für Treffen hat der Kleine jetzt verbaut. Ich muss nur noch einen Schlauch besorgen zusätzlich, damit der Mustang auch noch seinen Lachgas wieder einsetzen kann. Das wär's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute.